Hallo, wir machen heute einen Test der Reifenqualität 4 bis 8 mm. Das ist genau die Qualität, die wir zurzeit im Angebot haben. Es ist eine Zufallsauswahl von den Reifen, die gestern und vorgestern bei uns angeliefert werden. Der Test sieht so aus, dass ich jeden einzelnen Reifen nochmal kontrolliere. Die Reifen sind trocken und man kann gut die Porosität und sonstige Fehler erkennen. Es ist also quasi ein Doppelcheck der Reifen. Und anschließend werden wir Ihnen jeden einzelnen Reifen in Bildern zeigen. Das sind die Reifen, die wir heute für Sie kontrollieren. Wir zeigen Ihnen hier, wie wir die Reifen prüfen. Wir sehen uns die Lauffläche noch einmal genau an, dann die Seitenwand. Die Reifen sind trocken, also kann man die Porosität genau erkennen und kleine Fehler. Wir schauen in den Reifen hinein und natürlich die andere Seite. Wir messen das Profil von jedem einzelnen Reifen. Das sehen Sie gleich bei den Einzelfotos. Hier demonstriere ich Ihnen bei drei Reifen, wie das geht. Gleich zeige ich Ihnen die 100 Reifen mit jeweils 4 Fotos, die jeweils eine Sekunde dauern. Wenn wir Mängel, kleine oder große, entdecken, dann markieren wir das mit dieser Kreide. Am Ende sehen Sie die Reifen mit den Markierungen und eine Zusammenfassung. Das hier ist der dritte Musterreifen. Wir prüfen genau, ob die Lauffläche glatt ist und natürlich alle anderen Stellen. Alle anderen Reifen sehen Sie gleich in den kleinen Bildern, die noch kommen. Liebe Kunden, wir haben jetzt für Sie 100 Reifen zufallsweise kontrolliert und noch einmal doppelgecheckt. Davon sehen Sie hier die überwiegende Anzahl der Reifen jetzt rüberschwenken, wo wir keine Fehler gefunden haben. Wieder zurück. Und hier die Reifen, wo wir kleine Fehler gefunden haben, beziehungsweise zwei Reifen mit größeren Fehlern. Einer davon ein Laufflächenproblem, Bittingbildung und einer ist seitlich zu weit abgefahren. Der überwiegende Teil der Reifen hier, die Fehler haben, kleine Fehler, haben Laufflächenprobleme, das heißt kleine Sägezähne. Damit liegt die Fehlerquote der Reifen mit großen Problemen unter 2%, unter 5%. So wie wir das auf unserer Website